Einen schönen guten Tag, mein Name ist Johann. Ich erzähle euch heute etwas über die Rolle von Zucker, damit wir die 24-Stunden-Fastenmethode besprechen können. Das ist eine Fastenmethode, bei der man keinen Hunger verspürt, wo jeder Tag vom anderen getrennt ist. Das heißt, man kann einen Tag fasten oder drei Tage oder zwei oder eine Woche. Jeder ist unabhängig vom anderen. Und es geht sehr einfach. Man leidet keinen Hunger. Bevor ich beginne, möchte ich eine Überdosis Gradioxid nehmen. Nicht weil es so sinnvoll ist, sondern aus Protest. Weil ja in den Medien aufgerufen wird, werden die Politiker aufgerufen, sie sollen doch endlich etwas gegen die Substanz Chlordioxid tun, weil die angeblich so gefährlich ist. Und ja, jetzt nehme ich heute mal ein bisschen etwas ein davon. Normalerweise nimmt man 3 Milliliter ein, zeige ich euch, wie viel das ist. Das ist Chlordioxid, eine Chlordioxidlösung. Riecht auch ein bisschen streng. Man erkennt an der gelben Farbe, dass es eine 0,3%ige Lösung ist, also 3000 ppm. Und das ist die Menge, das sind jetzt 4 Milliliter, das ist die Menge, die man einmal auf einmal einnimmt, wenn man so eine Einnahme durchführt. Und ich werde jetzt die 10-fache Dosis nehmen. Das sind 15 Milliliter. So, und das sind noch einmal 15 Milliliter. Wie gesagt, ich tue das nicht, weil es so sinnvoll ist oder weil es gut ist oder weil es gut schmeckt. Es schmeckt überhaupt nicht gut. Ich mag es nicht, eben wegen solcher Versuche vielleicht. Aber ich protestiere damit gegen die Versuche der Industrie, diese wertvolle Substanz schlecht zu machen. Da es nicht gelingt, ich gieße das jetzt mit Wasser auf und gebe ein bisschen Apfelsaft dazu, damit es nicht so grauenhaft schmeckt. Ich protestiere gegen den Versuch der Industrie, diese wertvolle Substanz schlecht zu machen. Erzählen, dass es nicht wirkt, kann man ja nicht. Normalerweise wird bei vielen Naturmethoden oder bei vielen alternativen Methoden gesagt, ja, das wirkt ja nicht, es gibt keinen belastbaren Beweis, dass es wirkt. Das kann man bei Chlordioxid nicht tun, weil es sehr viele klinische Untersuchungen gibt. Es ist ja als Wasserdesinfektionsmittel zugelassen, nur als Getränk ist es nicht zugelassen und gilt es als giftig. Ja, das trinke ich jetzt einmal, auf euer Wohl. Also, schmeckt mit Apfelsaft nicht mal so schlecht. Das war jetzt die 10-fache Dosis. Versucht einmal 10-fache Dosis von Aspirin einzunehmen oder von einem Zytostatiker zum Beispiel. Das wäre der sichere Tod. Diese 10-fache Dosis wird höchstwahrscheinlich auch diesmal nichts tun. Ich habe das schon einige Male probiert. Also, es macht überhaupt nichts. Man kann also nicht behaupten, dass es nicht wirkt, das weiß man schon, es gibt ja sogar klinische Untersuchungen, aber dann behauptet man halt eben, dass es giftig ist. Und stimmt nicht. Schlicht und einfach, das ist nicht richtig. Es ist richtig, wenn es auf Stoff fällt, dass es dort weiße Flecken gibt, also es bleicht Stoff aus. Aber wenn man es trinkt, macht es überhaupt nichts. Hat man im Magen zum Beispiel Bakterien, dann sind die auch mit 3 Milliliter, also mit einem Zehntel dieser Überdosis, weg. Und zwar mit einem Trinken. Also Heliobacter zum Beispiel, da kenne ich sehr, sehr viele Berichte, nicht einen, nicht zwei, sondern hunderte, wo monatelang oder jahrelang Heliobacter behandelt wurde, solange bis in einem Fall der Heliobacter im ganzen Körper verteilt war, so erzählte das der Patient. Mit Chlordioxid war er seine Heliobacter los.
Ja, also diese Geschichten hört man sehr, sehr oft. Ich möchte damit zeigen, was es mit dem Chlordioxid für eine Bewandtnis hat. Niemand soll die 10-fache Dosis einnehmen, das ist sinnlos. Das hat auch keinen therapeutischen Zweck, es sei denn, man bekämpft Malaria mit einer Einmalgabe, dann wäre das eventuell angebracht. Aber sonst ist es vollkommen sinnlos, man nimmt ein Zehntel dieser Menge ein, vielleicht einige Male dicht hintereinander, um den Körper mit Chlordioxid zu konfrontieren. Und das war's dann. So viel zum Chlordioxid. Zurück zur Fastenmethode und zum Zucker. Unsere Zellen ernähren sich von Zucker. In den Zellen gibt es kleine Energiefabriken, die Mitochondrien, die diesen Zucker verarbeiten. Und kommen tut dieser ganze Gedanke aus der alternativen Krebsheilung, wo wir aus Erfahrung wissen, dass wir Zucker minimieren oder gar weglassen, ganz weglassen müssen, wenn wir den Krebszellen das Leben schwer machen wollen. Die Mitochondrien sind also in der Zelle. Man vermutet, dass in grauer Urzeit die Mitochondrien als Symbionten in die Zelle kamen. Sie haben auch ein eigenes Genom, das heißt, vieles weist darauf hin, dass es einmal zellfremde Organellen waren, die dann mit der Zelle in Symbiose zusammengewirkt haben. Und heute sind die Mitochondrien ein fester Bestandteil. Sie sind ein wesentlicher Faktor in der Energiegewinnung, und in der normalen Zelle läuft unter Anwesenheit von Sauerstoff, von ausreichend Sauerstoff, die Energiegewinnung im ATP-Zyklus korrekt ab. Die Krebszelle hat das anders. Die Krebszelle ist sauer und hat Sauerstoffmangel, und unter diesen Zuständen können die Mitochondrien nicht arbeiten. Das heißt, die normale Energiegewinnung ist gekippt und der Zucker wird vergoren. Weil die Zelle, die Vergärung von Zucker ist sehr ineffektiv, also bei weitem nicht so effektiv wie die normale Verarbeitung von Zucker durch die Mitochondrien. Und weil die Zelle so viel Zucker braucht, bildet sie einen Haufen Insulinrezeptoren aus. Eine gesunde Zelle hat einen Insulinrezeptor, um Zucker anzufordern. Krebszelle hat bis zu 30. Also da sieht man schon, dass große Mengen von Zucker gebraucht werden von der Krebszelle. Und wir aus der alternativen Szene tragen dem Rechnung. Es gibt auch sehr, sehr viele Erfahrungsberichte von Betroffenen, von Therapeuten. Und in der Zwischenzeit beginnt die Wissenschaft, diese Tatsache anzuerkennen, obwohl viele Onkologen noch sagen, Patienten berichten, dass der Onkologe sagte, ja, essen Sie nur, was Sie wollen, was Ihnen schmeckt, ist ja egal und so weiter. Es ist nicht egal. Also das wissen wir, das hat sich so bewährt, dass es nicht egal ist. Wir müssen Zucker meiden, und alle Produkte, aus denen unser Körper Zucker macht, wie Mehl und Mehlprodukte, Nudeln und dergleichen, Gebäckbrot, das gehört alles gemieden. Man muss in Richtung ketogener Ernährung gehen, damit man den Krebszellen das Leben schwer macht. Also von daher kommt diese Idee, zu fasten, um den Körper einen Tag lang oder eine Zeit des Tages nicht den Zucker auszusetzen, sondern zu versuchen, vom Zucker wegzukommen. Entweder durch eine komplett ketogene Ernährung, wo man diese Bereiche, diese Teile der Nahrung gänzlich meidet. Und die 24-Stunden-Fastenmethode wäre eine Methode, einen großen Tag über, also den Großteil des Tages über, den Zucker zu minimieren. Funktionieren tut das so: Über Nacht ist die längste Zeit, in der wir ohne Nahrung auskommen. Damit wir nicht munter werden, wenn die Bauchspeicheldrüse fallenden Zucker meldet, weil die Bauchspeicheldrüse informiert das Gehirn vom sinkenden Zuckerspiegel, und das Gehirn regt uns an, Nahrung zuzuführen. Damit das in der Nacht nicht passiert, gibt es Melatonin und Hormone, die diesen Informationsweg unterbinden. Und so können wir in aller Ruhe schlafen, und damit wir keinen Energiemangel leiden in der Nacht während des Schlafes, übernimmt die Leber mit Hilfe von Ketonkörperchen die Versorgung der Zellen. Das funktioniert sehr gut. Die Leber bedient sich hier Proteinen und Fetten, und aus Proteinen und Fetten, das ist praktisch unsere Reserven, aus denen schöpft die Leber Energie,
und versorgt so den Körper. Das funktioniert ganz wunderbar, geht über die ganze Nacht hinweg und auch wenn der Zucker sinkt im Blut, spielt das keine Rolle und wir werden nicht munter davon. Meistens ist in der Früh der Zuckerspiegel derartig gesunken und sinkt nicht mehr so rasch. Das heißt, die Differenz, unser Nervensystem ist ein Differenzmesssystem. Das heißt, es wird immer ein vorhergehender Zustand mit dem nächsten Zustand verglichen und das merken wir. So lege ich die Finger auf die Hand, spüre ich das, lasse ich sie lange drauf, spüre ich es nicht mehr. Differenzmesssystem. Wenn der Zucker dann keine großen Schwankungen mehr aufweist in der Früh, gibt es auch kein Hungergefühl. Und genau das ist der Clou, das ist der Trick an der ganzen Geschichte. Wenn wir in der Früh nichts essen, dann setzt die Leber die Ketonkörperproduktion fort und versorgt den Organismus mit Energie. Und das funktioniert über den ganzen Tag. Je länger es dauert, umso besser, umso tiefer, umso niedriger ist dann der Zuckerspiegel. Der sinkt beständig und über den Tag hinweg versorgt die Leber den Organismus. Wenn wir das beobachten, wir müssen sehr viel trinken. Es ist Kräutertee empfohlen, es gibt auch diese Fastentees, ich habe einige davon probiert. Es ist tatsächlich so, dass die Zusammensetzung dieser Fastentees geeignet ist, den Appetit vielleicht zu dämpfen. Also sie wirken sich auf jeden Fall positiv aus. Interessant ist, wenn man sich kritisch beobachtet, es gibt keinen Hunger. Das heißt, man kommt mühelos über den Tag hinweg. Man muss sich mit Kräutertee behelfen, wenn man in den gewohnten Zeiten gerne etwas essen würde. Das ist aber eher Gewohnheit, das ist kein physiologischer Hunger. Das ist nicht so, dass jetzt unser Körper dringend Nahrung braucht oder dringend Energie braucht. Energie steht uns genug zur Verfügung. Ich habe das ausprobiert, nachdem ich den ganzen Tag gefastet habe, um 21 Uhr am Abend das letzte Mal gegessen, dann in der Früh begonnen mit Kräutertee. Den ganzen Tag Kräutertee getrunken und gefastet, habe ich mich um 20 Uhr auf das Rad gesetzt und bin eine Stunde lang, um 19 Uhr, aufs Rad gesetzt und bin eine Stunde lang 21 Kilometer gefahren. Mehr schaffe ich nicht. Das sind ungefähr so 400 Kalorien, die ich verbraucht habe und habe mich genau beobachtet und habe festgestellt, es gibt keinen Energiemangel. Das heißt, man hat unerschöpfliche Energie zur Verfügung. Das sind die Reserven, die unser Körper bietet. Und so funktioniert das auch. Gegen Abend zwischen 18 und 21 Uhr oder zwischen 18 und 20 Uhr, damit es nicht zu spät wird, könnten wir dann essen. Da wir aber den ganzen Tag keinen Hunger hatten, hat man nicht das Gefühl, etwas einholen zu müssen, sondern man kann in aller Ruhe auswählen, was man isst. Es gibt keinen Heißhunger. Ist total interessant. Es gibt keinen Heißhunger. Und dann isst man eben irgendetwas. Viele haben vielleicht schon festgestellt, je mehr man am Abend isst, umso größer ist morgens der Hunger. Das liegt daran, dass dann noch am Morgen, in den Morgenstunden, sinkende Zuckerspiegel vorhanden sind, sodass die Bauchspeicheldrüse das Gehirn in Kenntnis davon setzt, dass hier eine Veränderung eingetreten ist und fordert neue Nahrung. Also man beeinflusst mit dem Essen, mit der Auswahl des Essens am Abend, das Gefühl am Morgen oder das Empfinden am Morgen. Wenn man hauptsächlich pflanzliche Kost genießt am Abend, gibt es in der Früh überhaupt keine Probleme. In allen Fällen, die ich bis jetzt beobachten konnte, sind weit über 700 Rückmeldungen gekommen. Funktioniert das einwandfrei. Ein Bekannter hatte weit über 200 Kilo und er hat gesagt, ja, wenn ich zwei Stunden nichts esse, bin ich tot. Und da sagte ich, ja, wenn du die Nacht über durchkommst, und er kommt über die Nacht durch, dann funktioniert das auch bei dir. Ja? Und man muss es einfach versuchen und wenn es nicht geht, dann musst du halt etwas essen. Und um 10 Uhr vormittags haben wir gesprochen, hat er gesagt, erstaunlicherweise, faszinierend, ich habe keinen Hunger. Das funktioniert noch, nur Kräutertee getrunken. Um 14 Uhr hat er mich dann angerufen und hat gesagt, jetzt glaube ich, ich müsste etwas essen. Sage ich, ja, dann iss etwas. Ja? Und morgen halt eine Stunde dazu. So kann man schön langsam den Körper trainieren, dass er eine Zeit lang ohne auskommt. Dieser Mann hat sehr, sehr viel abgenommen in relativ kurzer Zeit. Bei uns funktioniert das nicht so. Also ich nehme mit dieser Methode, selbst wenn ich emsig bemüht bin, mich zu bewegen, einen Kilo in der Woche ab, also 4 Kilo im Monat ungefähr. Und das ist, glaube ich, eine sehr gesunde Größe. Viel mehr oder viel schneller sollte es ja gar nicht gehen. Also so funktioniert das.
Das ist die 24-Stunden-Fastenmethode, eigentlich nur eine 23-Stunden, weil in der 24. Stunde isst man ja schon wieder. Und man kann diese Methode jeden Tag voneinander unabhängig machen. Das heißt, man kann ohne weiteres einen Tag sich kasteien, sozusagen ein bisschen fasten. Und den zweiten Tag eben, dann gelingt es vielleicht nicht oder man hat keine Zeit oder keine Lust. Oder 3 Tage hintereinander oder eine Woche hintereinander. Je länger man es macht, umso interessanter ist es. Ein weiterer Hintergrund ist, dass wir bei Krebspatienten zu der Erkenntnis gelangt sind, aus Berichten und aus Erfahrungen von Therapeuten, dass das Entgiften eine wesentliche Rolle spielt. Das heißt, unser System ist belastet, auch unser Immunsystem ist belastet durch verschiedene Gifte. Jetzt nicht nur die Behandlungen von den normalen Behandlungen, die ja schwere Gifte sind, sondern das, womit wir den ganzen Tag zu tun haben, mit Kunststoffen, mit Lösungsmitteln, Haltbarkeitsmitteln, mit dem, was in der Umwelt herum ist, was um uns herum ist und was wir an Metallen bekommen, an Aluminium zum Beispiel. Der Umgang mit Aluminium ist recht sorglos, ist ein recht schädliches Material aus den Rohren, aus den Inhalten von Wasser. Wir wissen in der Zwischenzeit, dass die Abbauprodukte von Glyphosat in fast allen Wässern, sogar in der Muttermilch zu finden ist. Und diese Gifte sammeln sich in unserem Körper an. Und die loszuwerden, dazu ist Fasten sehr gut geeignet. Wenn wir Substanz verlieren, dann entgiften wir ganz automatisch. Das funktioniert sehr gut. Wenn wir es mit Zeolit, Clinoptilolit oder mit Chlorella unterstützen, das heißt, man könnte am Abend einen Teelöffel bis zu einem Esslöffel, wer das schafft, ich schaffe das nicht, ich schaffe nur einen Teelöffelchen, von dem Zeolit in Wasser einrühren und gleich so aufgerührt trinken, dann werden die Gifte, die über die Nacht in die Verdauung abgegeben werden, gleich gebunden und ausgeschieden. Also so funktioniert das, das ist die 24-Stunden-Fastenmethode, ohne dass man einen Hunger verspürt. Versucht es, ich möchte auch sagen, macht es nicht auf eigene Faust, ich muss das sagen, macht es nicht auf eigene Faust und macht mir das nicht nach. Ich habe keinen Hausarzt seit Jahrzehnten und will daher auch keinen fragen, ich mache solche Dinge immer auf eigene Faust und auf eigenes Risiko, aber jeder sollte sich an seinen Arzt wenden, mit seinem Arzt das besprechen, mit dem Hausarzt. Vielleicht hat er schon was davon gehört, vielleicht macht er sich kundig. Er weiß um den Zustand des Patienten Bescheid und wird dann eben zuraten oder abraten. Man sollte zumindest seine Meinung abholen. Also ich möchte nicht abraten, da jetzt den Arzt zu umgehen, sondern im Gegenteil, der gehört involviert. Und kein Arzt wird einer vernünftigen Maßnahme, Fasten ist eine sehr vernünftige Maßnahme, man braucht nur googeln, Fasten, gibt es sehr, sehr viele Berichte, zum Beispiel um die Nebenwirkungen der Chemotherapie zu senken, ist Fasten eine sehr, sehr gute Methode. Ich will mich da jetzt nicht für Chemotherapie aussprechen, wer mich kennt, weiß, dass ich im Gegenteil nicht begeistert bin von schädlichen Methoden, aber sehr oft muss es sein, man hat keine andere Möglichkeit oder der Patient hat solche Angst, dass er sich nichts anderes zu machen traut. Es wird auch sehr oft von den Ärzten gesagt, ja, wenn sie das nicht machen, müssen sie sterben. Also diese Situation kennen vielleicht viele Betroffene. Dann kann man mit Fasten die Nebenwirkungen erheblich senken. Ich wünsche euch abschließend viel Spaß und viel Erfolg damit. Auch die Überdosis Chlordioxid soll mir niemand nachmachen. Das ist wie gesagt eine Protestaktion, damit die Bevölkerung darauf hingewiesen wird, was die Wahrheit ist. Ich möchte die Wahrheit ans Licht bringen. Die Vehemenz, mit der die Industrie dagegen vorgeht, ist verständlich. Dieses Mittel tötet im Wasser alle Keime ab und das Gleiche tut es auch, wenn man es einnimmt. Es ist jetzt schon in meinem Blutstrom, beziehungsweise es ist wahrscheinlich eine halbe Stunde verstrichen. In dieser Zeit nimmt die Konzentration von Chlordioxid ab, aber alle Erreger, die im Blut verfügbar sind, werden davon erreicht. Man kann mit einfachen Fingersauerstoffmessgeräten nachweisen, dass der Sauerstoffgehalt aufgrund von Chlordioxidkonsum steigt, besonders wenn man diese Mengen einnimmt. Also das Blut transportiert es mit. Und alles, was im Blut verfügbar ist und eigentlich dort nicht hingehört, wie Pilze zum Beispiel, die in uns saprophytisch leben, aufgrund unseres Zuckerkonsums, die werden abgetötet. Und die
wenn es welche gibt, die Erscheinungen, die man eventuell hätte, also Übelkeit oder Durchfall, das hat man solange man abzutötende Erreger hat. Das Blut ist normalerweise keimfrei, dort sind normalerweise keine Keime enthalten. Und wenn dort etwas ist, dann gehört es nicht hin. Chlordioxid klärt diese Sache auf recht radikale Weise. Und wenn es abgetötete Erreger gibt, die in den Darm abgegeben werden oder ausgeschieden werden, dann registriert unser Organismus das und macht so etwas wie eine Eiweißvergiftung, um den Organismus lahmzulegen. Man bekommt Knochenschmerzen, Gliederschmerzen und eventuell auch Durchfall, um sich möglichst rasch von den Giften zu befreien. Gibt es abzutötende Erreger nicht mehr im Körper, dann geht es einem so, wie es mir geht. Anfangs hatte ich das auch, diese Durchfälle und dergleichen. Und jetzt könnte ich beliebige Mengen trinken. Es spielt keine Rolle. Ich habe eher Probleme mit der Flüssigkeitsmenge als mit Chlordioxid, macht nicht sehr viel aus. Also es macht eigentlich gar nichts. Macht mir das nicht nach. Es ist ja nur zur Demonstration und zum Protest gegen die allgemeine Haltung der Industrie. Ich bin der Industrie deswegen nicht böse. Die versucht, ihre Produkte zu schützen. Das ist ganz natürlich, das ist legitim. Jeder Wirtschaftszweig wird seine eigenen Produkte schützen wollen und wird danach trachten, nach Möglichkeit, Konkurrenzprodukte vom Markt zu fegen. Das ist ganz natürlich. Nur im Gesundheitswesen finde ich, dass es traurig ist oder schade ist, dass die Bevölkerung von so wertvollen Möglichkeiten desinformiert wird oder zurückgehalten wird, um sich auf derartig einfache Weise von unerwünschten Erregern zu befreien. Wohl bekommst du, hoffentlich bekomme ich das runter. Na, leicht war es nicht. Aber ihr seht, es funktioniert ganz wunderbar. Das waren jetzt 2x30 Milliliter in 60 Minuten ungefähr, also in eine halbe Stunde später. Es ist so, wie der Jim Humble gesagt hat, man kann sich mit Chlordioxid nicht umbringen, selbst wenn man es wollte. Dann wird es, wenn man sehr, sehr viel nimmt und es werden sehr viele Erreger abgetötet, dann hat man bestenfalls den schlimmsten Durchfall seines Lebens und wird sich 2-3 Tage hinterher sehr, sehr wohl fühlen. Also das war es. Nehmt bitte meine Protestaktion zur Kenntnis, macht sie nicht nach, sondern informiert euch, glaubt mir nichts, recherchiert alles selbst und viel Erfolg bei der Fastenmethode. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.